So ihr Lieben, heute geht es dem Regal hier, diesem langen Teil, geht es heute an den Kragen. Dieses Teil hatte ich eigentlich mal gebaut, was heißt eigentlich? Ich habe es gebaut gehabt für den Schiebeschlitten von meiner Säge. Zwischenzeitlich hat es auch schon gedient als Schraubenregal. Und im Augenblick habe ich es verwendet für meine ganzen einzelnen Geräte. Ja, das Regal für den ursprünglichen Zweck brauche ich nicht mehr, weil der Schiebeschlitten von der Säge hier einen Platz am Sägeunterstand bekommt. Das heißt, das Ding hier ist überflüssig. Es nimmt mir hier eh nur Platz weg und um meine Geräte unterzukriegen, brauche ich zwar ein Regal, aber eben nicht so ein breites. Also ich hätte es lieber lang und alles untereinander. Und wir schauen mal, ob wir das hier raus bauen können. Ja, wie gesagt, das nimmt dann am Ende auf jeden Fall weniger Platz weg. Und ich habe es hier irgendwie in der Ecke oder so. Gerade diese Geräte, die brauche ich nicht hier vorne. Die hätte ich ganz gern in der Ecke. Und ja, das versuchen wir jetzt mal. Also geht es erstmal ans Auseinanderbauen. Aber ich befürchte, das wird ein längerer Akt, denn das Ding ist auch geklebt. Cover me in colors I can only see with you. I'd be better with another, but I always pick you. So ihr Lieben, ich musste ein bisschen Gewalt anwenden. Jetzt haben wir das endlich auseinander. So wie ich das sehe, hätte ich die Schrauben nie gebraucht. Hätte nicht gedacht, dass so ein bisschen Holzleim so viel hält. Ich musste richtig Kraft aufbringen. Okay. Ja, jetzt werden wir mal gucken, was wir aus den Brettern noch zaubern können. Someday my prince will come, but if this ain't love, then I don't want it. So, so für 7 Stück hat es gereicht. Alter, ist das staubig. Halleluja. So, ich glaube, ich gebe mich kurz mal abputzen. So, jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, wie wir das Ganze machen, denn ich möchte die Teile nicht einfach nur so draufstellen, sondern bei ein, zwei Geräten ist auch ein bisschen Zubehör dabei. Das möchte ich da natürlich auch mit beipacken, dass ich nicht das Zubehör, wenn ich es denn brauche, irgendwo suchen muss. Jo, so haben wir das jetzt hier ungefähr so wollte ich das haben. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach nur die Bretter drauf platzieren. Und das von hinten festschrauben. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal ordentlich einzeichnen, wo was hinkommt. Denn die Geräte sind unterschiedlich hoch. Ich mache also hier keine gleichmäßigen Abstände, weil wenn ich sie gleichmäßig machen würde, das höchste Teil hat knapp 19 cm, dann würde ich so viel Bretter nicht raufkriegen. Ich möchte aber immer noch ein, zwei Bretter übrig haben oder zumindest eins übrig haben, für den Fall, dass ich ein Gerät vergessen habe. Oder es kommt noch ein Gerät dazu. Oder wie auch immer, ein Brett muss frei bleiben für künftige Geräte oder für was auch immer. Cover me in colors I can only see with you. I'd be better.
drive me so insane. But when you call, I still fall back into your game. Play the game, play the game. Wrong can still be right. People wanna tell me all the time that someday my prince will come. But if this ain't love, then I don't want it. It's not with them. Tearing up the thought of all the pieces missing. And I try to know better, to know it's worse. I swear I'm cursed, cause I know you're bad for me, but it makes no difference. No, no, no. I can't stop it, it's ugly, but honest. Got me tripping for the way you say my name. Still be right. People wanna tell me all the time that someday my prince will come. But if this ain't love, then I don't want it. Geschliffen, damals Päckchen. Jetzt schauen wir das Ganze zusammen und dann kann es ans Lacken gehen. Lacken, ne? Domino! With you, I'd be.
Leute, das war's für heute mit meinem neuen Regal hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ja, er ist noch nicht ganz... Naja, das Regal ist noch nicht ganz fertig. Es muss noch lackiert werden. Ich habe allerdings die Woche Nachtschicht und für mich ist jetzt Feierabend. Ich werde mich jetzt aufs Sofa schmeißen und noch ein bisschen entspannen. Ja, irgendwann in einem der nächsten Vlogs werden wir das Ding lackieren. Oder es ist dann schon lackiert. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, haut rein, bis denn!